Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Schloss von Graf Schreck. Wir können. Ich glaube, jetzt kann ich es wagen, mir den Brief einmal genauer anzusehen. Der Graf ist abgelenkt. Oh ja, das ist er. Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt weiterverfahren können. Gesucht wegen des Mordes an Erzmagier Alistair, der hundsgemeine, gefährliche, bewaffnete und müffelnde Unhold Wilbur Wetterquarz. Für die Ergreifung des Täters gelobt die ehrwürdige Ratsvorsitzende Van Buren, das Gewicht des Schurken in Gold aufzuwiegen. Keine Kleidung, vor dem Frühstück. Es folgt eine genaue Beschreibung von mir, dabei wäre die gar nicht nötig gewesen. Das Bild von mir neben dem Erzmagier ist gestochen scharf. Unglaublich, welch feine Details die Graveure in die Druckplatten geritzt haben. Ob Lissy schwach werden würde, wenn sie von dem Goldhaufen erfährt? Na gut, das wird sie Gott sei Dank nie erfahren hier. Und deswegen schauen wir mal weiter. Können wir das hier? Wie ist euer Salat, meine Morgenröte? Sehr lecker. Es ist nicht einfach, Hühnchen wie Hühnchen schmecken zu lassen. Kompliment an den Koch. Wir wollen alle nur, dass ihr zufrieden seid, Teuerste. Wie es scheint, komme ich damit durch. Hören wir noch mal eins an. Vladi, ich würde gerne das ganze Schloss sehen. Die Bibliothek, den Ballsaal, die Schatzkammern. Natürlich, meine Liebe. Nur ist dafür auch noch morgen Zeit. Heute Nacht werde ich dir noch ganz andere Dinge zeigen. Aber Vladi, ich bin ein wohlerzogenes Mädchen. Was meint der Graf mit noch ganz andere Dinge? Wenn es hier im Schloss interessante Sehenswürdigkeiten gibt, würde ich die auch gerne sehen. Vielleicht frage ich, ob ich mit darf. Na! ja, die Unterhaltung. Ich lasse die noch beiden Turteltauben besser in Ruhe. Ich weiß nicht, aber ich habe ein gutes Gefühl, was ihre Ehe angeht. Oh, er ist so naiv manchmal. Okay, ich nehme den Rotwein da hinten. Der Graf ist gerade abgelenkt. Das ist meine Chance. Gut, habe ich jetzt den... Ah, hier, Rotwein in der Wasserschale. Was können wir damit anfangen? Das könnte man Timmy geben, oder? Gehen wir mal rüber in den Wald. Vielleicht kriege ich ihn damit irgendwie beruhigt. Schauen wir mal. Na, natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Können wir das noch irgendwie rein? Nein. Auch nicht. Timmys Tuch. Geht auch nicht. Die Flöte. Nein. Rotwein in der Wasserschale. Okay. Wäre schön gewesen. Dann schauen wir nochmal hier alles Mögliche durch. Da scheint nichts zu sein. Muss ich doch oben am Schloss? Kann ich hier irgendwie was beschwören? Nein. Ein schweres Glas geht auch nicht. Okay, der Bürgermeister scheint wohl. Schauen wir nochmal. Und zumindest letztere schien vom Angebot. Okay. Ja, wir müssen alles ein bisschen durchprobieren. Esther? Ja? Weißt du, wie man einen Geist beschwören kann? Nein. Gulliver hat mal mit zwei Geistern in einer WG gewohnt. Das war kurz bevor wir uns kennengelernt haben.
Ich glaube, er hätte damals manchmal gerne gewusst, wie man Geister bannt. Schade. Bis später, Esther. Ich muss weiter. Bis dann. Kann es was mit dem Bannkreis vielleicht zu tun haben? Wir schauen hier auf jeden Fall nochmal, damit wir nachher nicht nochmal hinlaufen müssen. Auch nicht. Nein. Nöp. Auch nicht. Ich gehe nochmal ins Dorf. Ich schaue mir den Bannkreis nochmal an. Vielleicht kriege ich den Erzmagier da irgendwie rein. Ich weiß es nicht. Aber der Bannkreis ist gar nicht mehr als Option da. Ob ich mir ein Andenken kaufen soll? Nein. Meine Taschen sind eh immer schon so voll. Okay, gehen wir wieder hoch ins Schloss. Ich glaube, mehr können wir gerade eh nicht tun. Der Ofen erinnert mich an den in meinem Klassenraum in Seefels. Der hatte auch ein kaputtes Rohr und war damit ziemlich unnütz. Allerdings sieht dieser hier weniger sympathisch aus. Der Erzmagier beherrscht alle möglichen Tricks. Vielleicht kann er seinen Geist von seinem Körper trennen. Und jetzt soll ich seinen Geist rufen, weil er momentan zu schwach ist, um auf andere Art und Weise zu erscheinen. Geisterbeschwörung, das sollte doch nicht so schwierig sein. Ja, wenn du meinst, können wir hier irgendwie was kombinieren? Nein. Was ist mit dem Wein? Was will er mit dem Wein? Da haben wir schon alles gelesen. Das alte Beil. Können wir das irgendwo anwenden? Nein. Was ist mit... Auch nicht. Ich habe irgendwie dieser Wachshofen. Der kommt mir noch irgendwie sehr spanisch vor. Aber es sieht doch so aus, als ob der noch irgendeine Bedeutung hat. Warte mal, wenn wir runter... Ich schaue mir doch nochmal die Treppe nach unten an. Vielleicht kommen wir jetzt doch nach unten. Da unten im Keller hat Igor sein Lager aufgeschlagen. Wegen ihnen ist er dort nie mit Licht hinuntergegangen. Ah, wir kommen doch in den Keller. Okay, wir werden uns wohl eine Fackel bauen müssen. Doch nicht. Betrachte den Zettel. Streichhölzer, Duftkerzen, Grillsoße, ohne Knoblauch. Eine Einkaufsliste. Und hier? Nach Osten bis zu den toten Käfern, dann nach Norden bis es hallt. Weiter nach Westen bis zur kaputten Wasserleitung und sofort nach Norden bis dorthin, wo das geruchlose Gas ist. Jetzt nach Osten bis zum knarzenden Brett, dann dem Gang Richtung Norden folgen. Eine Orientierungshilfe vom alten Igor? Die nehme ich mit. Bitte sag mir nicht, dass ich das jetzt alles merken muss. Igor hat mitgedacht und sie mit einer magischen Tinte geschrieben. Okay. Gut, dann probieren wir es einmal durch. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Nach Osten bis zu den toten Käfern, dann nach Norden bis es hallt. Weiter nach Westen bis zur kaputten Wasserleitung und sofort nach Norden bis dorthin, wo das geruchlose Gas ist. Jetzt nach Osten bis zum knarzenden Brett, dann dem Gang Richtung Norden folgen. Ja, wir gehen mal bis zu den toten Käfern. Wo sind die toten Käfer? Das sind die toten Käfer. Okay, jetzt nach Norden.
All das hier? Okay, hier halte es. Nach Osten bis zu den toten Käfern, dann nach Norden bis es halt. Weiter nach Westen bis zur kaputten Wasserleitung und sofort nach Norden bis dorthin, wo das geruchlose Gas ist. Jetzt nach Osten bis zum... Okay, bis zu Wassertropfen. Hier ist es kalt. Bis nach es knallt, Osten oder? Bis zu den toten Käfern, dann nach Norden bis es halt. Weiter nach Westen bis zur Kap. Jetzt nach Osten bis zum knarzenden Brett, dann dem Gang Richtung Norden folgen. Okay. Okay, wir sind beim knarzenden Brett. Wir haben es, glaube ich, geschafft. Nach Osten bis weit jetzt nach Osten bis zum knarzenden Brett. Und jetzt müssten wir doch hier sein. Nach Osten weiter jetzt nach Osten bis zum knarzenden. Okay, und jetzt dem Gang nach Norden folgen. Hab ich gemacht. Was ist jetzt hier los? Oh. Habe ich irgendwo einen Fehler gemacht? Ah, hier sind wir. Okay. Der Graf scheint nicht gut zu zahlen. Abgesehen vom Bett, diesem Kleiderschrank und was drin ist, scheint Igor nicht viel besessen zu haben. Na, schauen wir mal rein. Das ist es! Mein eigener Igor-Anzug! Okay, ziehen an, Der komm. Anzug mag schon alt sein und mir nicht richtig passen, aber Igor hat diesen Anzug geliebt und auch ich werde ihn in Ehren halten. Na komm, den ziehen wir an. Ich möchte aussehen. Sehen wir jetzt aus wie Igor? Ich sehe uns leider jetzt von oben. Aber wenn das... Ich frage mich, warum Igor ausgerechnet hier sein Lager aufgeschlagen hat. Hier im Keller gibt es sonst nur Gerümpel und... Sie. Ja. Können wir hier nicht noch irgendwas mitnehmen? Ist hier noch irgendwas Interessantes? Sind wir jetzt wirklich nur wegen dem... Der Graf scheint nicht gut zu... Naja, es scheint wahrscheinlich echt so ein Bonus-Level zu sein. Dass wir halt eben diesen Igor-Anzug bekommen. Na, schade. Ich hätte mich sehr ge... Ja, wir haben einen Igor-Anzug. So, wie machen wir jetzt weiter? Wir müssen hier noch die... Dieses Siegel öffnet der Hauch des Todes. Das könnte doch Esther sein, oder? Ich kenne jemanden, der mir sagen könnte, was Öffnen in der Sprache der Ratten heißt. Leider läuft dieser jemand durch den Düsterwald und hält sich für einen Wolf. Der Sinn der Siegel ist zu verhindern, dass irgendjemand anderes als Van Buren die Truhe öffnen kann. Nur zu verständlich, dass es ein Siegel gibt, das nur vom wahrlich größten Magier aller Zeiten, von ihm selber, geöffnet werden kann. Gut. Wir haben den Anzug auf jeden Fall gefunden. Die Frage ist jetzt, wo kriegen wir
Auf dem Bild sind Erzmagier Alistair und ich. Man sieht sogar den großen roten Pickel auf meiner Nase, den ich an dem Tag hatte. Ja, du kannst ihn nicht mitnehmen, auf dem Bild, oder? Sind Erzmagier Alistair und man sieht sogar... Okay, nee, das ist es nicht. Hauch des Todes. Wenn wir in die Höhle nochmal zurück... auch witziges Bild. Ja, die anderen sind auch cool. Also, Wenn ich einen Zentner Kerzenwachs brauche, weiß ich, wo ich ihn finden kann. Kann man hier nichts mitnehmen? Ich müsste Alistair doch Wie viele Besitzer dieses Schloss wohl vor Van Buren hatte? Schade, dass es so verfällt. Bald wird nur noch eine Ruine übrig sein. Da oben ist noch... Das Schloss ist viel, viel zu groß für einen einzelnen Bewohner. Warum kaufen sich alte, reiche Leute solche Gebäude, um dann alleine darin zu leben? Ja, echt gute Frage. Nochmal betrachten. Wenn schon die genutzten Bereiche des Schlosses so heruntergekommen sind, wie muss es dann erst in Räumen aussehen, die seit Jahrzehnten niemand mehr betreten hat? Okay, ich will doch nochmal an den Spiegel gehen. Ich muss den Geist des Erzmagiers beschwören, anlocken, ihm einen Weg hierher zeigen. Ich sollte es sofort versuchen. Der Erzmagier ist sehr schlau und sehr mächtig. Vielleicht kann er mir bei meinen anderen Problemen helfen. Ja, nur wie? Anlocken. Wieso geht das nicht mit der hier? Okay. Was kann ich mit den anderen Sachen? Saurer Wein? Nein. Der normale Rotwein, der wird auch nicht brennen irgendwie. Das Öl in den Ofen? Nee. Der Holzstecken in den Ofen auch nicht. Ich glaube, wir sind hier komplett falsch. Naja. Hier kommen wir nicht mehr. Gehen wir mal zum Lager wieder runter. Eventuell muss ich vielleicht nochmal in den Hort der Angst gehen. Wenn ich da hinkomme. Haben wir hier noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Ich lasse Sie sich etwas ausruhen. Für sie war es wahrscheinlich der anstrengendste Tag. Schloss, Dorf, Timmy. Wir schauen noch mal in Harter Angst. Hab ich hier irgendwas vergessen? Hier gibt es gar keine Option. Okay. Dann muss es irgendwas mit Timmy zu tun haben. Nehme ich an. Hallo? Kann ich hier anklicken? Ach, hier. So, wie sieht's irgendwo aus? Unter all den Muskeln und Zähnen steckt eine Ich muss nur einen Weg finden. Gibt nur Timmy hier irgendwie. Die Richtungsanweisungen, die mich zu Igors Anzug geführt haben. Das ist schön. Ich bin kein guter Flötenspieler und sollte vielleicht nicht unbedingt in Reichweite einer wütenden Wehrratte üben. Auch nicht. Wenn ich dem Liebespärchen da vielleicht noch oben irgendwie was vorspiele, kann das vielleicht irgendwie helfen? Was war das jetzt? Nee. Das kann ich ihm auch nicht bringen. Ich glaube, dann probieren wir das nochmal oben am Schluss. Es bleiben ja jetzt auch nicht mehr viele Möglichkeiten. Benutzt die Weinflasche? Nee.
Oh, ich kann mit denen nichts mehr machen. Was gibt's denn hier noch für Möglichkeiten? Wie sieht's da drüben aus? Muss ich doch zurück ins Gasthaus? Es ist echt verdammt knifflig jetzt gerade an der Stelle hier. Was sagt er denn? Hallo, Herr Bürgermeister. Hallo, Herr Wetterquarz. Nachdem man den Hexenmeister geköpft, gehängt und gevierteilt hat, wo hat man ihn vergraben? Naja, auf dem Friedhof. Hier und dort. Seine Überreste wurden nicht in einem Grab beerdigt? Nein, man fürchtete, dass sein Bruder oder sonst jemand versuchen könnte, ihn wiederzubeleben. Also verteilte man seine Überreste feinsäuberlich auf mehrere Gräber überall im Land und keines trägt seinen Namen. Okay. Liegt ein Teil des Hexenmeisters auch draußen auf dem Dorffriedhof? Das darf ich nicht sagen. Wir haben also geschworen, ja, nie ein Wort darüber zu verlieren, in welchem Grab seine linke Hand und das rechte Bein liegen. Oh. Sagen Sie schon, in welchem Grab liegt er? Meine Lippen sind versiegelt. Warum hat man Van Buren eigentlich geköpft und gehängt und gevierteilt? Ist das nicht ein wenig übertrieben? Man muss einen bösen Magier oder Hexenmeister immer dreimal töten, damit er nicht zurückkommt. Das ist allgemein bekannt. Und warum hat man ihn erst geköpft und dann gehängt? Führt das nicht zu gewissen logistischen Problemen? Die ganze Sache damals war nicht optimal vorbereitet. Einige Magier wollten ihm lieber einen Holzpflock durchs Herz rammen, andere wollten ihn verbrennen. Du weißt ja, wie das ist. Ein wütender Mob, viele Meinungen. Am Ende konnten wir froh sein, dass er überhaupt hingerichtet wurde. Na okay. Jemand wie Sie kennt sich doch bestimmt mit Geisterbeschwörung aus. Was soll das heißen, jemand wie ich? Naja, ein Experte des Okkulten wie Sie? Oh, nun, tatsächlich weiß ich nicht nur, wie man sich die Biester vom Hals halten kann. Ich habe freilich nie versucht, einen Geist zu beschwören. Warum sollte man? Aber es ist im Prinzip ganz einfach. Du zeichnest mit Kreide einen Kreis auf den Boden und außerhalb des Kreises ein Dreieck. Ins Dreieck stellst du eine Schale Blut. Außerdem musst du Weihrauch entzünden. Nun musst du das Symbol des Geistes, den du beschwören möchtest, auf den Boden zeichnen und dabei eine geheime Beschwörungsformel aufsagen. Wie lautet die? Komm lieber her. Geister haben gute Ohren. Okay, und das ist alles? Das ist alles. Ah, perfekt, wir können ihn beschwören. Ich habe noch... Muss das Dreieck mit dem Kreis verbunden sein? Und muss es ein gleichschenkliges Dreieck sein oder irgendeins? Und was für eine Kantenlänge soll es haben? Egal, es geht hier um Geisterbeschwörung, nicht um Geometrie. Und muss es Kreide sein oder geht doch etwas anderes? Und wie dick müssen die Linien werden? Male mit irgendwas einen Kreis und irgendwo außerhalb ein beliebiges Dreieck auf den Boden. Das klingt alles nicht gerade nach präziser Wissenschaft. Warum auch? Verkaufen Sie Kreide? Würde ich, wenn ich noch welche hätte. Aber meine letzte Kreide ist für den Schutzkreis draufgegangen. Na, klasse. Ist die Schale mit dem Blut im Dreieck unbedingt nötig? Natürlich ist sie nötig. Das Blut repräsentiert die Welt der Lebenden, in die du den Geist zurückrufst. Erzmagier Alistair ist nicht tot. Kann ich das Blut dann einfach weglassen? Die okkulten Wissenschaften eignen sich nicht für Experimente. Ein Fehler und du stößt das Tor zur Hölle auf. Ich bin ein Gnom. Mit jeder unserer Erfindungen stehen wir kurz davor, das Tor zur Hölle aufzustoßen. Damit machen Sie mir keine Angst. Das Blut kommt in die Schale, die Schale ins Dreieck. Keine Diskussion. Okay, ich denke, wir nehmen dafür den Rotwein. Wofür braucht man den Weihrauch? Für die Atmosphäre.
Am besten führst du die Beschwörung irgendwo durch, wo es dunkel ist und wo es viele Kerzen gibt. Meinen Sie, die Geister interessiert all das? Es ist uraltes, überliefertes Wissen. Genauso wie die Tatsache, dass Geisterbeschwörungen am besten am Wochenende durchgeführt werden, wenn man schon ein paar Gläser getrunken hat. Also schön, Atmosphäre ist wichtig. Okay, Wie wäre es, wenn ich die Geisterbeschwörung hier durchführe? Hier gibt es genug Kerzen und Sie könnten mir assistieren. Wir haben gerade erst einen Fluch hinter uns. Es war kein Fluch. Es war eure eigene Paranoia. Trotzdem, such dir einen anderen Ort. Genau. Ich könnte den Geist oben bei der Truhe beschwören. Da gibt es genug Platz und die Atmosphäre ist passend. Außerdem kann der Erzmagier die restlichen Siegel vielleicht ganz einfach mit einem Wink seines Zauberstabs öffnen. Ich soll das Symbol des Geistes auf den Boden malen. Was ist das Symbol von Erzmagier Alistair? Keine Ahnung. Irgendein Symbol, das für ihn steht. Ein Familienwappen oder ein Siegel. Er hat ein Wappen. Seine Brosche ist damit verziert. Aber, ich weiß einfach nicht mehr, wie es aussieht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist, Geister zu beschwören. Kommt natürlich auf den Geist an. Wenn du Suhl beschwören willst, brauchst du den Schlüsselmeister und den Torwächter. Für andere Geister brauchst du einen Töpferer oder dreimal ihren Namen rufen. Aber wenn der Geist mit dir Kontakt aufnehmen will, ist es ganz einfach. Ich muss weiter. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh, coole Anspielung an Ghostbusters 2. Ich würde sagen, wir schauen nochmal uns ganz kurz um. Gehen nochmal an die Ort. Halt! Wir wollten ja in der Stadt noch kurz im Dorf, wollten wir ja noch schnell hier betrachten den Friedhof. So. Irgendwo hier müsste der Hexenmeister begraben sein. Ich sollte mir das genauer ansehen. Ja, dann mach das doch. Das hier ist der Grabstein der Familie Karloff. Okay, was ist mit dem hier? Auf diesem Kreuz steht Chaney. Was ist mit dem? Es scheint sich immer um Familiengräber zu handeln. Praktisch, wenn man Platz sparen will. Das ist das Grab der Familie Lee. Okay, und was ist mit dem? Es scheint sich immer um Familiengräber zu handeln. Praktisch, wenn man Platz sparen will. Lugosi steht auf diesem Grabstein. Karloff, was ist mit der Familie Chaney? Wo sind die anderen? Gibt es da noch einen? Der Grabstein der Familie Lugosi. Der Grabstein der Familie... Die Familie Chaney hat hier ihre letzte Ruhestätte. Ja, aber irgendwo muss ja hier noch unser... Sollen wir noch mal fragen? Hallo, Herr Bürgermeister. Hallo, Herr Wetterquarz. Wegen der Gräber auf dem Friedhof. Ja... Ach, jetzt müssen wir... Die Familie Lee. Eine alteingesessene Familie im Dorf. Wer? Ach so, die, Lees. Ja, die sind, alteingesessen. So? Was können Sie mir über sie erzählen? Also, da gab es, Schildhand Lee. Der war, Schmied. Okay, eindeutig, da haben wir. Seine Frau, Feuermarie, die war, sehr heiß. Aha. Ich glaube, ich weiß, was ich wissen muss. Na, haben wir gerade richtig getroffen? Ich hätte eigentlich gern... Wegen der Gräber auf dem Friedhof. Gehört. Ja. Karloff steht auf einem der größeren Gräber. Große Familie. Der junge Karloff war ein Riese von einem Mann.
bärenstark, aber ein freundliches Gemüt. Als die Schrecken aus dem Wald kamen, wurde er von einer Mumie erwischt. Wie die meisten anderen, die im Wald verschwunden sind, konnten wir ihn nicht beerdigen. Im Grab auf dem Friedhof liegen nur seine Vorfahren. Okay, was ist mit Chaney? Die Familie Chaney. Was können Sie mir zu denen sagen? Der alte Chaney war in seiner Jugend fahrender Schauspieler. Der einzige von uns, der jemals das Dorf für längere Zeit verlassen hat. Er muss recht erfolgreich gewesen sein. Den Mann mit den 1000 Gesichtern nannte man ihn. Hat sich später hier im Dorf zur Ruhe gesetzt. Sein Sohn hat den Theatervirus aber geerbt. Ist weggegangen, bevor das Unheil über uns hereinbrach. Dürfte ihm das Leben gerettet haben. Okay. Auf einem Grabstein steht Lugosi. Was können Sie mir über die Lugosi-Familie erzählen? Die Lugosis stellten jahrelang die Zahnärzte in Düsterdorf. Düsterdorf hatte einen eigenen Zahnarzt? Wir wurden dreimal hintereinander zum Hinterwäldlerdorf mit dem schönsten Lächeln gewählt. Leider wurde der alte Lugosi irgendwann etwas weich in der Birne, faselte von Außerirdischen und einem Plan, den er vereiteln müsse. Von da an ging es mit der Zahnpflege im Dorf bergab. Ich muss weiter. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh ja. Gut, dann wissen wir es ja jetzt. Es ist die Familie Lee. Nur wie kann ich ihn ausgraben? Jetzt brauche ich dafür noch eine Bürgermeister Chance, Whale wusste über die Familie Lee nichts Glaubwürdiges zu berichten. Ganz so, als wäre es keine Familie hier aus dem Dorf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in dem Grab kein Lee, sondern ein Van Buren liegt. Bürgermeister Whale wusste über die Familie Lee nichts Glaubwürdiges. Ich bin mir ziemlich... Na okay, wie können wir den ausgraben? Hier mit einer Flöte? Nee. Macht auch keinen Sinn. Auch nicht. Nee. Das brauchen wir wahrscheinlich für den Schutzkreis. Okay, ich denke, dann haben wir hier alles. Wir werden sie nachher ausgraben hier noch. Und ja, wie es weitergehen wird, das wirst du dann morgen in einer neuen Folge erfahren. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und ja, Hauptsache wir haben einen neuen Mantel. Bis dann, ciao, ciao.